Mein Name ist Björn Peters. Was denn hier? Kennt mich, glaube ich. Lehrmann? Okay, ja. Ich möchte eine Botschaft der Hoffnung loswerden. Ich habe gute Anzeichen, dass wir es schaffen werden, die Kernkraftwerke zu retten in Deutschland. Und das kommt ja jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Vor 3 Jahren, weiß ich noch, ich war auf sehr vielen energiewirtschaftlichen Konferenzen. Und da hat mich mal einer dann gefragt, aber Herr Dr. Peters, es ist ja ein völlig abseitiges Thema, sich für Kernkraft einzusetzen. Stimmt, das war es damals, das ist 3 Jahre her. Und wir stehen vor der Laufzeitverlängerung, da würde ich mittlerweile sogar drauf wetten. Und interessanterweise, vor der Wahl möchte das niemand sagen. Und jetzt hier sind meine Indizien. Die beiden CDU-geführten Ministerien, Forschungsministerium und Wirtschaftsministerium, haben im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms, das seit ein paar Jahren läuft, auch ein Programm veröffentlicht, erst vor 5 Wochen, zur Reaktorsicherheitsforschung. Und da steht im Prinzip drin, wir müssen auch wieder an neuen Reaktoren forschen. Natürlich, um Gottes Willen, nur für die Reaktorsicherheitsforschung. Aber dass man damit natürlich ganz andere Dinge auch tun kann, wenn man dieses Know-how hat, ist einfach wichtig. Und die sagen, wir brauchen junge Leute, die auch heute noch Kerntechnik studieren. Wir müssen die in Deutschland halten, weil wir haben eigentlich einen großen Riss in den 90er Jahren gehabt. Das sind keine neuen Lehrstühle mehr aufgelegt worden. Viele sind jetzt Professoren, sind emeritiert. Also wir müssen da von vorne wieder anfangen. Das ist aber, die haben zum Beispiel reingeschrieben, dass man auch Reaktorsicherheitsforschung an noch nicht kommerzialisierten Forschungsreaktoren oder Kraftwerkskonzepten fördern möchte. Zum Beispiel auch den Dual-Fleet-Reaktor. Das ist eben einer, der in Deutschland entwickelt wird. Und wo wir, also ich bin da auch ein bisschen beteiligt, ich bin dort der Finanz- und Verwaltungschef. Also das ist schon mal ein sehr starkes Zeichen, dass die Politik wirklich uns fördern möchte. Sie möchte also das, was in Deutschland noch da ist, natürlich fördern. Soweit für die CDU. Bei der FDP haben wir lange angestanden. Wir haben versucht, mit einer großen Gruppe von sehr, sehr guten Leuten, zumeist aus der FDP, haben wir versucht, die Bundesspitze davon zu überzeugen, dass sie die Energiepolitik zu einem der zentralen Wahlkampfthemen macht. Das ist über ein halbes Jahr her. Sie hat es jetzt dann nicht gemacht, aber Christian Lindner kennt uns, Marco Buschmann kennt uns, Wolfgang Kubicki kennt uns besonders gut, weil dort einige auch aus Schleswig-Holstein dabei sind. Und die Ansage ist eigentlich, hey, lass das Thema mal nicht zu sehr an die Öffentlichkeit geraten, aber man kann im Moment einem liberalen, öffentlichen kein Bekenntnis zur Abschaltung der Kernkraftwerke entlocken. Das ist schon mal sehr gut. Die Grünen, bei denen ist es ja also der Gründungsmythos, wir haben es vorhin gehört. Da kam jetzt nach der letzten Demo kam eine Dame auf mich zu und hat gesagt, ja, ihr Sohn würde ja schon eher die Grünen wählen, aber der ist halt für Kernkraft. Da hat gesehen, naja, dann ruft doch mal den Bundestagskandidaten an bei uns. Hat er gemacht, hat ein längeres Gespräch geführt und siehe da, der hat dann ganz offen gesagt, nein, auch wir wollen die Kernkraft nicht im Wahlkampf haben, weil sie müssen ja dann eine Position aufbauen, von der sie nach der Wahl wieder runter müssen. Also, wenn diese drei Parteien, das wären jetzt Jamaika-Parteien, wenn die alleine schon mal sagen, lass uns nicht über das Thema reden, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass da was passiert im Moment. Weil sonst wäre es ja alles klar. Bei einer Partei weiß ich es nicht so genau, aber was mir auch eben sehr aufgefallen ist, im August hatte die Süddeutsche, der Stern, der Spiegel und die Zeit nicht nur einen, teilweise mehrere Meinungsartikel veröffentlicht,
wo Sie gesagt haben, ja, die Kernkraft ist der Elefant im Raum der Klimadebatte. Man kann nicht gleichzeitig irgendwie für Klimaschutz sein und für Atomausstieg. Das passt nicht zusammen. Das haben die auch erkannt. Und selbst Gottvater Theo Sommer von der Zeit ist von seinem Thron herabgestiegen und hat einen großen Artikel geschrieben, auch wieder Meinungsartikel, und genau mit dieser Botschaft. Was heißt das? Das sind ja Zeitungen, Zeitschriften, die von grünen und linken, linksorientierten Bürgern gelesen werden. Die sollen ganz offensichtlich, so interpretiere ich das, ist nur ein Indiz, sie sollen dafür vorbereitet werden, dass es nach der Wahl, dass man sagt, Mensch, Klimawandel ist alles so schlimm, wir müssen jetzt darüber auch mal nachdenken. Und dann kommt so ein Stefan Rahmstorff, habe ich gestern auf Twitter gesehen, und sagt, ja, das, was man sofort machen kann und ganz einfach und es kostet eigentlich auch nichts, ist ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen. Es bringt 2 Millionen Tonnen, war er ganz stolz darauf. Naja, eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke bringt, je nachdem wie man zählt, irgendwie 50 bis 70 Millionen Tonnen jedes Jahr. Und wenn man sich nur überlegt, wie viel von dem CO2-Restbudget man einsparen könnte, wenn man die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen würde, dann ist es eigentlich sonnenklar, die bleiben am Netz. Und mit dieser frohen Botschaft, hoffentlich materialisiert sie sich, aber ich denke, die Indizien sind wirklich überwältigend. Möchte ich Mark Nelson auf die Bühne bitten. Er ist einer derjenigen, die die weltweite Nuclear Pride Coalition koordinieren und organisieren. Er hat uns alle zusammengebracht mit einem kleinen Team, mit dem Michael Schellenberger noch dabei und ein paar anderen. Mark ist jetzt extra aus den USA hier angereist, um hier dabei zu sein, und nächste Woche, wenn wir unsere europaweite Zentralkundgebung in Brüssel machen, wird er auch eine wichtige Rolle spielen.